Ich glaube, es gibt kaum ein Kartenspiel, in welches es schwerer ist, reinzukommen als in Yu-Gi-Oh! Was so viel bedeutet, wie wenn man einen Freund dazu bringen will, das Spiel zu spielen oder selbst ein Neuensteiger ist, ist es manchmal echt hart. Vieles davon hat mit den vielen Mechaniken zu tun, welche mit den Jahren das Spiel neu dazugekommen sind, aber vor allem hat es mit der Geschwindigkeit von dem Spiel zu tun. Denn es gibt kaum ein anderes Kartenspiel, welches eine ansatzweise gleiche Geschwindigkeit hat wie das Spiel. Vor allem, wenn man noch das Yugi vom Schulhof im Kopf hat, denkt man sich wahrscheinlich meistens einfach bloß, was für ein BS das ist, was da gespielt wird, beziehungsweise dass es einfach bloß absolut keinen Spaß macht. An sich ist die Geschwindigkeit aber nichts zu Schlimmes. Denn das, was in Yu-Gi-Oh! Halt in den wenigen Zügen, die gespielt werden, passiert, sind aber trotzdem ziemlich viele Interaktionen, die man beachten muss. Aber ja, manchmal gibt es auch Formate, die ziemlich solitär sind. Darüber will ich aber eigentlich in diesem Video gar nicht reden, sondern ich will eher darüber reden, was für Decks man spielen kann, wenn man Neueinsteiger in dem Spiel ist, beziehungsweise wenn man einen Freund zum Spielen bringen will. Weil der Kartenpool von Yu-Gi-Oh! Sich halt die ganze Zeit weiter erweitert und da es keine Set-Rotation gibt, sich nicht wieder eingrenzt, kann es halt schon einem schwerfallen zu wissen, was für ein Deck man spielen will, beziehungsweise auch welche Karten man spielen will. Man könnte dann klar meinen, dass die beste Idee wäre, einfach das beste Deck zu nehmen, welches momentan gespielt werden kann und das wird dann schon irgendwie passen. Allerdings ist das nicht wirklich immer der Fall. Das so perfekte Beispiel hier wäre Ishizu Tier Elements, als es noch nicht von der Bandis gehittet worden wurde gerade. Denn Ishizu Tier ist mit Abstand das beste Deck gewesen im Format und es hat nichts gegeben, was irgendwie mithalten könnte. Allerdings ist das Deck nicht wirklich leicht zu spielen, weil es immer darauf abhängt, was man mild und es ist auch nicht leicht zu verstehen, wie man es jetzt am besten auflöst von der Kette her. Wenn man halt neu im Spiel ist und auf einmal 10 Karten mit Agito und Kelbeck mild und dann noch alles triggern kann, was man will, ist einfach vielleicht etwas overwhelming. Da das Deck auch mit Abstand das beste Deck im Format war, hatte man immer wieder das Deck gesehen und wäre in jedem Mirror-Match einfach bloß in einem riesigen Nachteil gewesen, weil man nicht wirklich genau wusste, wie man das Design macht, weil man halt einfach neu in dem Spiel ist. Aber nicht nur hättest du im Mirror-Match einen riesigen Nachteil, weil die besseren Spieler hier definitiv gewinnen werden, sondern auch alle anderen Decks im Format sind halt direkt auf das Deck prepared, was du dir dann aufgebaut hast. Was bedeutet, wie jeder wird ein bisschen spielen, wegen du dir klarkommen musst und so weiter. Wenn du halt ein anderes Deck nehmen wirst, welches die Leute nicht unbedingt auf dem Radar haben, würden wesentlich weniger Karten gegen dich getaggt werden, was das Leben für dich wesentlich leichter machen würde. Aber dann kommen wir hier jetzt ja wieder zu der Frage, welches Deck man hier wählen sollte. Es gibt mehrere Decks, welche ich wirklich gut finde zum Einsteigen, aber eine Art von Decks, die ich wirklich ziemlich gut finde zum Einsteigen, sind vor allem Trap-Decks, wie zum Beispiel Eldritch. Und ja, die meisten werden sich wahrscheinlich denken, dass es logisch ist, dass es gut ist, mit Eldritch einzusteigen, weil wenn man bei Eldritch einfach spielt, alle Floodgates flippt und dadurch gewinnt, ist halt einfach ziemlich easy. Aber ich meine nicht einen Eldritch-Floodgate-Haufen, weil ja, mit dem wird man definitiv häufig Spiele gewinnen, ohne wirklich viel denken zu müssen. Allerdings meine ich eher einen Eldritch-Haufen mit vielen normalen Traps, bei dem man ziemlich genau auf die Interaktion achten muss, wann man sie benutzt und wie man sie zu benutzen hat. Denn wenn du nicht einfach deine Floodgates umdrehen kannst und der Gegner kann einfach nicht spielen, sondern du musst darauf achten, wann du deine Interaktion benutzt und wann es am besten ist, lernst du halt wesentlich mehr durch das Spielen. Zumindest halt, wann die Choke Points vom Gegner sind und welche Karten vom Gegner die starken sind, die zu stoppen sind. Eldritch ist hier wahrscheinlich auch mit das angenehmste Deck zum Spielen, weil die Eldritch-Karten an sich ziemlich leicht zu verstehen sind. Weil die einen Karten die anderen wieder ersetzen und so weiter. Das bedeutet, die Eldritch Engine alleine ist nicht schwer zu verstehen. Es gibt allerdings noch viele andere Möglichkeiten. Zum Beispiel Altergeist wäre auch eine Möglichkeit. Allerdings gibt es bei Altergeist dann schon wesentlich mehr Plays, die du machen kannst. Und es ist etwas komplexer als Eldritch. Modernere Decks hier wären zum Beispiel auch Exorcister, obwohl dies nicht wirklich ein Trap-Deck ist. Aber es ist trotzdem ein Deck, bei dem man genau darauf achten muss, wann man seine Interruptions benutzt und so weiter. Und es hat auch einen eigenen Playstyle, bei dem man lernen muss, darauf zu achten, wann man seine Schwestern triggern kann und wann nicht und so weiter. Das aber beste moderne Trap-Deck, welches ich empfehlen kann, ist Labyrinth. Denn Labyrinth kann genauso wie Eldritch erstmal alle Floodgates der Welt spielen, wenn man es will. Allerdings ist das ja nicht das Gute, was ich gesagt habe. Allerdings fördert Labyrinth auch einfach normalen Trap-Cards spielen, weil es gute Synergie mit den Karten von dem Deck hat. Und im OCG hat das Deck auch schon echt gute Results gehabt, weshalb es bei uns auch wahrscheinlich mehrere YCSs toppen wird. Wenn man also mit dem Deck wirklich gut ist, kann man damit auch auf größeren Events gut abschneiden. Trap-Decks haben allerdings auch einen großen Nachteil. Und zwar spielen sie sich meistens komplett anders als richtige moderne Decks, weshalb man durch Trap-Decks nicht wirklich lernt, wie man viele andere Decks spielen kann, sondern eigentlich nur, wie man diese einzelnen Trap-Decks spielen kann. Falls man also Trap-Decks zum Beispiel ziemlich langweilig findet, gibt es auch noch viele andere Decks, wie man spielen kann. Und eins der Decks, welches ich hier ziemlich gut finde, ist zum Beispiel Swordsaw. Denn so die Standardlands von Swordsaw sind wirklich echt leicht zu verstehen. Ich meine, jeder wird nach ein, zwei Mal machen verstehen, dass Norm Zamogi Reveal Longyan ziemlich leicht zu machen ist. Außerdem machen Mogi, Taya und Longyan prinzipiell ziemlich identische Sachen. Sie klatschen sich halt aufs Feld mit einem Token. Was allerdings neben der Sache, dass Swordsaw sich wie ein normales Deck spielt, richtig gut ist, ist, dass Swordsaw Going Second auch ziemlich stark ist. Du kannst mit dem Deck halt ziemlich gut lernen, wie man also Felder brechen will, beziehungsweise man lernt ziemlich gut, wie man Interruptions forst,
beziehungsweise man lernt, welche Interruptions man forcen will, um durch die Felder durchzubrechen. Sato ist aber auch ein Deck, welches mit der Zeit einen wirklich belohnt dafür, das Deck zu spielen, weil das Deck halt die Standard-Lines hat, welche man nach ein, zwei Mal spielen wirklich gut kann, aber auch Lines, die wesentlich schwerer sind zu sehen, falls man das Deck zum ersten Mal spielt zum Beispiel. Man kann mit dem Deck also ziemlich gut seine eigene Lernkurve sehen, was man am Anfang alles gesehen hat beim Deck, und wie man dann immer weiter Schritt für Schritt besser durch Interruptions spielen kann, mehr Lines sieht und so weiter, und man dann immer besser im Deckbuilding wird für den Deck und man das Deck immer mehr in die Meta anpassen kann, ist dann wirklich ein gutes Deck, um das Spiel einzusteigen. Was das Deck allerdings auch noch hat, was viele andere Decks in dem Format nicht haben, ist, dass das Deck ziemlich günstig ist. Bei seinem Release von Magnificent Mavens gibt es jede Karte in Ultra Rare und die teuerste Karte ist vielleicht Mogi, der 6€ oder so kostet. Eine andere Alternative hier wäre zum Beispiel auch Salamence Great. Das Deck ist zwar ziemlich gepowercreeped und wirst auf großen Events absolut nichts reißen können, allerdings hat das Deck eine Sache, und zwar du lernst mit dem Deck wirklich gut, wie man Linksummons macht. Das ist vor allem deswegen gut, weil die Linksummon halt die neueste Mechanik ist, welche den meisten Leuten noch fremd sein sollte. Pendel existiert zwar auch noch, was viele nicht kennen, allerdings kann man Pendel auch einfach ignorieren, bis man irgendwann mal dagegen spielt. Außerdem liegt dieses Deck auch Turn 1 nicht zu viel aufs Feld. Es liegt halt vielleicht Rage, wo ein Pop ist, dann noch Omni Negate mit Roar, und vielleicht noch Handtraps in der Hand haben und so weiter. Aber es ist nicht zu insane, was es auf das Feld legt, weshalb es auch nicht so stark ist. Allerdings muss man halt hier einfach bloß darauf achten, wie man seine Interaktion benutzt. Und es wird schon meistens reichen, um irgendwie auf Locals Spiel zu gewinnen oder Matches zu gewinnen. Und da das Deck auch gepowercreeped ist und schon länger existiert, kostet das Deck halt auch nicht wirklich viel. Das einzige, was wirklich vielleicht Geld kostet, ist Access Code im Extra Deck. Aber den braucht man halt eigentlich auch in ziemlich den meisten anderen Decks. Falls man allerdings vielleicht sogar etwas mehr Geld ausgeben will für das Spiel, gibt es auch ein Deck, welches wirklich gut empfehlen kann, und das ist Sprite. Wie gut Sprite nach dem Elf-Hit ist, muss man zwar erstmal gucken, allerdings denke ich nicht, dass das Spiel jetzt unspielbar ist. Es wird ein bisschen schwächer sein, allerdings wird es trotzdem extrem stark sein. Das Gute an Sprite ist, dass die meisten Sachen, die das Deck machen kann, ziemlich linear sind, aber trotzdem halt ziemlich gut durch Interruptions durchspielt. Ich meine, die meisten Leute werden es recht schnell verstehen, dass man in 2 normalt, dann Blue specialt, mit Blue search man Jet. Mit Jet kann man dann Smashers oder Starters suchen, je nachdem wie man weiter extenden will. Na klar, es ist nicht extrem simpel, aber vor allem wenn man es mit Decks wie Tier Elements vergleicht, ist es halt schon wesentlich leichter zu verstehen. Aber auch hier gibt es halt wieder Sachen wie bei Sword Soul, die man dann mit der Zeit lernt, und desto mehr Zeit man in das Deck steckt, desto besser wird das Deck dann für einen. Der Power Level von dem Deck ist von den Decks, die ich hier genannt habe, auch mit Abstand am höchsten. Das bedeutet, mit dem Deck wirst du auch am wahrscheinlichsten deinen Locals gewinnen, oder eventuell, falls du das Deck dann länger gespielt hast, auch nur YCS toppen zum Beispiel. Alternativ, spielt einfach Flu. Wenn man viel zu viele Rubine öffnet, kommt dann bestimmt noch irgendwas aufs Feld gelegt. Das war's dann aber an sich auch schon mit dem Video. Ich hoffe, dass, falls ihr mit dem Spiel jetzt neu einsteigt oder Freunde dazu bringen wollt, das Spiel zu spielen, in dem Video ein paar Decks gesehen habt, welche ihr interessant fandet, beziehungsweise welche ihr euch dann holen wollen würdet, um mit dem Spiel anzufangen. Oder ihr wenigstens eine Idee habt, was für eine Art von Deck ihr holen könnt, beziehungsweise auf was ihr achten solltet, wenn ihr mit dem Spiel anfangt zu spielen. Es gibt nämlich auch noch viel mehr Decks, die man spielen könnte, als auch nur ansatzweise die, wo ich genannt habe. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, würde es mich glücklich machen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Falls ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.